Der inzwischen zweite Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex in Sachsen existiert seit Mai dieses Jahres. Der vorhergehende hatte festgestellt, es gab kein Fehlverhalten der sächsischen Behörden im Umgang mit dem sogenannten NSU. Das muss man jetzt nicht kommentieren. Stattdessen habe ich bzw. mein Kollege Shanghai Drenger mit Kerstin Köditz gesprochen, sächsische Landtagsabgeordnete der Linken und stellvertretende Vorsitzende des sächsischen NSU-Untersuchungsausschusses. Die eingangs erfolgte Feststellung des ersten NSU-Untersuchungsausschusses, die verleitet ja vielerorts mindestens zum Stirnrunzeln. Mindestens. Also kein Fehlverhalten der Behörden in Sachsen, alles vorschriftsmäßig gelaufen. Wie haben Sie denn diese Feststellung damals aufgenommen? Die ist ja, glaube ich, aus dem Jahr 2014 schon, ne? Ja, der Untersuchungsausschuss beendete im Sommer 2014 seine Arbeit aufgrund des Endes der Legislatur. Und diese Feststellung, die jetzt formuliert worden ist, ist im Mehrheitsbeschluss drin. Diesen Mehrheitsbeschluss von damals CDU und FDP haben wir als Linke, Grüne und SPD damals in der Opposition überhaupt nicht mitgetragen. Und natürlich hat sich bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses schon von vornherein durchgezogen, dass man hier in Sachsen ja immer von der Thüringer Terrorzelle sprach, wohingegen andere ja immer von der Zwickauer Zelle sprachen. Also insofern ist diese gegenseitige Schuldzuweisung schon immer da gewesen. Aber wir haben natürlich gesagt, nein, die sächsischen Behörden sind genauso mitverantwortlich. Das Trio hat unerkannt über 10 Jahre in Sachsen gelebt. Niemand ist ihnen auf die Schliche gekommen. Und nun wurde, wie gesagt, der zweite Ausschuss ins Leben gerufen. Und man muss bemerken, andere Ausschüsse sind öfters in den Medien präsent. Wie schätzen Sie denn bisher so die Arbeit des, sagen wir noch, neuen Ausschusses in Sachsen ein? Und wie kommt das, dass man eher selten etwas von dort hört? Ja, weil bei Sachsen, da ist es ja nicht aufgefallen. Also in Sachsen gab es keine Todesfälle. In Sachsen war nicht das Problem, dass man sozusagen wirklich Ermittlungen betrieben hat, um Todesfälle aufzuklären, um diese Morde aufzuklären. In Sachsen wurde von 98 bis 2000 auf Ersuchen von Thüringen nach möglicherweise 3 Untergetauchten gesucht. Die hat man nicht gefunden, geht uns nichts weiter an, wurde die Arbeit eingestellt, mehr oder weniger. Es gab die Banküberfälle in Sachsen selbst. Da hat man seine Ermittlungen betrieben, keine Erkenntnisse. Irgendwann wurden auch dort die Ermittlungen eingestellt. Und jetzt haben wir als neuer Untersuchungsausschuss uns überlegt, wir fangen mal an mit dem 4. November 2011. Alle Vorfälle sozusagen im Zusammenhang mit Zwickau, wo ja Beate Zschäpe die Wohnung in Brand gesetzt hat. Und da haben wir natürlich jetzt zu Beginn das Problem, dass im Laufe der Jahre es ja diverse Gerüchte gibt, die wir jetzt systematisch versuchen abzuarbeiten. Konnte denn jeder an dem Einsatzort, also Frühlingsstraße, vorbeigehen und dort zum Beispiel die Waffe, die Cesca, einfach so deponieren, sodass eben die Waffe doch gar nichts mit den dreien zu tun hatte? War dort schon gleich am ersten Tag das BND anwesend und so weiter? Wir versuchen diese Fragen systematisch jetzt zu klären. Beide jetzt von mir angesprochenen Teile konnten bisher überhaupt nicht bestätigt werden. Also sprich, der Einsatzort war ordnungsgemäß abgesichert, da konnte nicht jeder ran. Und alle Beamten, die wir bisher befragt haben, konnten auch alle Leute, die vor Ort waren, sächsischen Einsatzkräften zusortieren, egal ob das jetzt Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungskräfte waren. Was noch eine offene Frage ist, und da werden wir jetzt weiter dranbleiben, die Geschichte darum, wie hat eigentlich Beate Zschäpe von den Ereignissen in Eisenach erfahren, so dass sie die Wohnung in Brand gesetzt hat, und wer hat eigentlich wie die Telefonnummer von ihr dann überhaupt rausbekommen? Denn ab 16.30 Uhr wurde ja versucht, Kontakt seitens
unserer Polizeibehörden zu ihr aufzunehmen. Mhm. Kommt man denn im Rahmen dieser ganzen Aufklärungsarbeit beim Ausschuss einigermaßen gut voran? Also wird da zielstrebig vielleicht auch gemeinschaftlich an der Klarheitsschraube gedreht? Oder wie funktioniert das in Dresden? Also im Augenblick habe ich bei diesem Ausschuss wirklich ein deutlich anderes Gefühl als beim letzten. Sehr bemerkenswert ist, dass auch von den Regierungsfraktionen jetzt CDU und SPD Beweisanträge eingereicht werden, die auch sehr zielführend sind. Ich erlebe eine gute Vorbereitung von vielen Abgeordneten. Also dort sehe ich schon ein zielstrebiges Arbeiten. Mit dem zweiten Ausschuss vertreten sind auch AfD-Abgeordnete. Wie funktioniert die Arbeit denn dort mit denen? Ach, da sind wir ein bisschen abgehärtet. Wir hatten in dem letzten Untersuchungsausschuss die NPD drinne gehabt. Und wie war denn das mit denen? Also wie läuft das? Es gibt ja das Minderheitenrecht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. In der letzten Legislatur waren das eben die Linke, Grüne und SPD. In dieser Legislatur haben wir als Linke gemeinsam mit den Grünen den Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und bei uns ist es so, für Beweisanträge braucht man 4 einreichende Personen, also 4 Unterschriften. Und die AfD ist nur mit 2 Abgeordneten im Ausschuss vertreten, kriegen also keine 4 Unterschriften zusammen. Sie sind bei den Sitzungen dabei, sie stellen ihre Fragen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Fragen für den AfD-Abgeordneten direkt vom Fatalisten geschrieben werden. Aber da wird normal damit umgegangen. Der Nächste, bitte. Ja. Inwiefern können die Ausschussmitglieder in Sachsen eigentlich auf die Aussagebereitschaft von Verfassungsschutzbeamten bauen? Also das ist ja nicht nur dort immer mal wieder ein Problem. Wie sieht es diesbezüglich in Sachsen aus? In der letzten Legislatur hatten wir ja schon diverse Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz. Da war es eher merkwürdig, wie viel diese in öffentlichen Sitzungen eigentlich ausgeführt haben, was man vorneweg nur in geheimen Unterlagen lesen konnte. Also insofern war eigentlich zu diesem Thema eine gute Aussagebereitschaft da. Wir haben aber in der letzten Legislatur nur die Führungsebenen gehabt und werden uns in diesem neuen Ausschuss mit Sicherheit in Bezug auf den Inlandsgeheimdienst auch mit anderen Mitarbeitern des LfV beschäftigen, was zum Beispiel V-Mann-Führer und Ähnliches betrifft. Aber das steht dieses Jahr nicht mehr an. Manchmal ist es ja schon ein bisschen verdächtig, wenn ein Verfassungsschutzbeamter viel erzählt, dann könnte man ja auch vermuten, das sind so ein bisschen Nebelbomben, die da geworfen werden. Auch wenn sie vorher geheim waren, sollen ablenken von irgendetwas. Hatten Sie da auch so die Vermutung, den Verdacht? Also das, was wir in der letzten Legislatur diesbezüglich hatten, war das natürlich auch eine Fülle an Informationen, denen wir dann auch erstmal nachgegangen sind. Wir waren in der letzten Legislatur dann zeitlich eingeschränkt, konnten dort an der einen oder anderen Sache nicht weiter dranbleiben. Und gegen Ende der Legislatur hatten wir auch wenig Lust, geheime Sitzungen zu machen, weil es uns ja um eine öffentliche Aufklärung ging. Und insofern bin ich jetzt einfach gespannt, wie das in dem neuen Ausschuss sein wird, wenn wir uns an diesen Themenkomplex heranarbeiten. Eine letzte Frage noch. Welche Pläne hat der Ausschuss in Sachsen für die nächste Zukunft? Also welche Fragen sollen dort am drängendsten geklärt werden? Wenn die Fragen um die genauen Ereignisse in der Frühlingsstraße in Zwickau 2011 abgearbeitet sind, sind diverse Komplexe möglich. Über die Reihenfolge der Komplexe wird es mit Sicherheit in den nächsten Wochen Verhandlungen zwischen den einzelnen Fraktionen geben. Wir wollen uns unbedingt zum Beispiel nochmal das Landesamt für Verfassungsschutz vornehmen und deren Strukturermittlungen im Bereich extreme Rechte. Wir wollen aber uns auch dem Bereich Justiz stellen. Denn wir haben diverse Zusammenhänge im rechten Bereich in Sachsen auch mit Kriminalität verbunden gehabt. Und wie hat dort eigentlich Justiz gearbeitet? Warum
sind Verhandlungen und Prozesse erst zu spät gelaufen und so weiter und so fort. Wir wollen uns aber auch nochmal dem Bereich kommunale Verantwortung stellen, denn was ja schon auffällig ist von Anfang an, viele der Unterstützer, Unterstützerinnen kommen aus dem Raum Johann-Georgen-Stadt. Und wie lief denn die Jugendarbeit in den 90er Jahren, Anfang dann auch der 2000er, dort in dem Raum? Welche Informationen hat die kommunale Ebene überhaupt von weiteren Behörden bekommen? Wie wurde sie unterstützt? Also das ist auch nochmal ein Komplex, den wir uns stellen. Und dann natürlich, das darf nicht vergessen werden, und damit schließt sich für uns jetzt auch wieder der Kreis, Verantwortung der Staatsregierung. Es gab ja gleich zu Beginn nach Bekanntwerden der Verbrechen des NSU im November 2011 auch den Versuch, zum Beispiel eine gemeinsame Expertenkommission mit Sachsen und Thüringen zu initiieren. Aber unsere Staatsregierung war damals überhaupt nicht an einer direkten Zusammenarbeit mit Thüringen zur Aufklärung interessiert. Da wollen wir natürlich nochmal fragen, was ist nach dem 4. November 2011 seitens der sächsischen Staatsregierung alles passiert? Warum hat man sich für diesen Weg entschieden? Warum wollte man die eigene Verantwortung nicht wahrnehmen und alles nur nach Thüringen abschieben? Soweit Kerstin Köditz, Obfrau der Linken im sächsischen NSU-Untersuchungsausschuss. Dort ist im Mai dieses Jahres der zweite parlamentarische Ausschuss zur Problematik des NSU eingesetzt worden. Die nächste Sitzung dieses Ausschusses in Dresden ist übrigens am 1. Februar 2016 im Dresdner Landtag und die Sitzung ist öffentlich.